Heute habe ich auch noch den und raus bist du Tag für euch. Ich habe keine Ahnung, ob mich irgendwer inzwischen getaggt hat. Ich hänge da immer etwas hinterher. Selbst wenn nicht, ich fand den Tag richtig cool. Ich habe den bei der lieben Shari von Alles Allerlei gesehen. Ich verlinke euch ihren Kanal unten in der Infobox. Und ja, bei Tari, ich habe mich totgelacht bei ihr, wie dieser Tag gewesen ist. Und deswegen dachte ich, komm, ich mache den jetzt auch. Steht egal, ob ich jetzt getaggt wurde oder nicht. In diesem Tag ist es so, dass man 15 Männer und 15 Frauen aus Büchern, Filmen, Serien, realen Leben, was auch immer, aufschreiben musste, die zusammen in einen Behälter kippt, den dort regelmäßig umrührt. Und es gibt 15 Fragen, die sehr außergewöhnlich sind. Und da stellt man diese beiden Personen gegenüber und einer von beiden ist raus und der andere ist dann derjenige, für den man sich entscheidet. Und wie gesagt, bei Tari kamen da so lustige Sachen bei raus. Und ja, deswegen dachte ich mir, ich mache diesen Tag auch, auch wenn mich vielleicht kein Mensch gedeckt hat. Shit egal, ich fand's lustig. Und ja, ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Ich muss die Fragen immer ablesen, weil die wirklich sehr, sehr lang sind. Und ja, beginnen wir. Frage Nummer 1. Du hast nur noch einen Platz im Buchstabier-Wettbewerb-Team frei. Wer wird dein Team vervollständigen? Wir haben Penny von der Big Bang Theory. Er nicht. Oder Cersei Lannister. Ja, super. Großes Kino. Ganz großes Kino. Ja, Penny oder Cersei. Super, ne? Tolle Kombination. Eigentlich würde ich ja spontan sagen, Penny eher nicht, weil ich glaube, Penny ist jetzt nicht strunzdumm, aber die hältst du sie ja nun auch nicht. Aber Cersei Lannister, ja ehrlich, Cersei in dem Buchstabierwettbewerb, nee. Zumal wahrscheinlich, wenn dort irgendwelche Wörter kommen würden aus unserer heutigen Zeit, die würde damit ja gar nichts anfangen können. Also, ich glaube, ich würde mich dann für Penny von der Big Bang Theory entscheiden, ganz einfach, weil sie in unserer Zeit, in unserer Welt und so spielt und ich glaube, mit den meisten Begriffen einfach was anfangen kann. Auch wenn sie vielleicht nicht weiß, wie die geschrieben werden. Frage Nummer 2. Diese beiden Charaktere versuchen dich zu töten. Welchen tötest du zuerst, damit du beim zweiten eine bessere Überlebenschance hast? Na, das ist ja also... Ich bin mal gespannt. 1. Deadpool. Na super. Oder Jon Schnee. Also abgesehen davon, dass ich weder bei Deadpool noch bei Jon Schnee überhaupt eine Chance hätte, einen von beiden abzumurksen. Ich würde so elendig verrecken bei den beiden, ey, ehrlich. Also fangen wir mal, gehen wir mal logisch ran. Deadpool ist unsterblich. Deadpool hat mega Selbstheilungskräfte. Ich werde Deadpool wahrscheinlich nicht tot kriegen. Der kann seine Hände nachwachsen lassen. Hallo? Das ist doof. Man kann Deadpool nicht töten. Aber gehen wir mal von aus, wenn ich Deadpool in 1000 kleine Stücke hacken würde. Der ist übelster Martial Arts Kämpfer und so. Und Jon Schnee? Jon Schnee kann mit einem Schwert kämpfen. Also... Ich glaube, ich würde egal, wen von beiden ich jetzt zuerst abmuxen würde. Ich würde sowas von die Arschkarte ziehen. Ja, aber ich glaube, ich würde zuerst Deadpool abmuxen. Einfach in der Hoffnung, dass Jon Schnee mir dabei hilft, weil sonst hätte ich da absolut keine Chance. Und ich glaube, ich bräuchte für Jon Schnee weniger Energie, den abzumuxen, wie bei Deadpool. Aber Deadpool kann man einfach nicht töten. Das macht keinen Sinn. Ja, aber ich entscheide mich jetzt erst Deadpool und dann Jon Schnee, ganz einfach, weil Deadpool die meiste Energie von mir schon aufgebraucht haben wird, ehe der Tod umfällt. Aber wie gesagt, rein realistisch gesehen, ich hätte gegen keinen von beiden irgendeine Chance. Also, ja, super Team gezogen. Ganz großes Kino. Frage Nummer 3. Du bist der Bachelor. Die folgenden Charaktere sind die Finalisten. Wer bekommt von dir die letzte Rose? Naja, schauen wir mal. Dr. Mark Meyer von Doctor's Diary. Ist eigentlich schon klar, wer die Rose bekommt. Oder Claire Frazier. Also ich mag ja Claire wirklich sehr, sehr gern. Also Claire ist von Outlander. Ich mag Claire wirklich sehr, sehr gern. Ich finde die Protagonistin ganz, ganz toll und sie hat mega Mumm in den Knochen. Aber es ist Dr. Mark Meyer. Ich
finde den Typen einfach nur cool und er ist mega lustig und ich liebe Doctor's Diary, also würde Dr. Mark Meyer hier von mir definitiv die letzte Rose bekommen, wenn er sie denn haben wollen würde. Mark Meyer. Frage Nummer 4. Du wurdest für die Hungerspiele ausgewählt. Welcher der beiden Charaktere würde sich freiwillig melden, um für dich zu kämpfen? Diese Frage ist echt böse. Ich habe Dylan O'Brien. Also, ich habe die Figur mir mit Annika zusammen ausgesucht und mir ist keine Rolle von Dylan O'Brien eingefallen, wo er mir gefallen hat. Deswegen gibt es einfach nur Dylan O'Brien. Und der zweite Charakter will sich nicht aufhalten lassen. Der ist James Frazier. Also, Dylan O'Brien, ne? So schnuckig wie der ist. Aber James Frazier ist ein Kämpfer. Der kann mit dem Schwert kämpfen. Der kann zuschlagen. Also ich hoffe, dass Jamie Frazier sich da für mich freiwillig melden würde bei den Hungerspielen. Aber er ist ein Gentleman. Er würde eine Frau in Nöten, glaube ich, niemals irgendwie so zurücklassen. Hoffe ich zumindest. Ja. Aber es ist Jamie. Der einzige rothaarige Mann, den ich gut aussehen finde, glaube ich. Ach ja. Jamie Frazier. Frage Nummer 5, jetzt kommt die Kannibalistenfrage. Du bist mit diesen beiden Personen auf einer einsamen Insel gestrandet. Wen würdet ihr opfern, damit ihr ihn essen könnt? Also mal abgesehen davon, dass ich Kannibalismus einfach nicht unterstützen würde. Schauen wir mal, wen ich essen wollte. Hier wäre Deadpool gut gewesen. Den hätte man einfach mal einen Arm abhacken können, der wäre ja wieder nachgewachsen. Hätte man ewig überleben können auf dieser Insel. Da hätte man ewig sich von dem ernähren können. Aber nee. Den kriege ich ja hier bei so einer bekloppten Ich-kill-dich-Frage. Ach, okay. Also, wen haben wir denn hier? Black Widow von den Avengers? Oder Hermine Granger? Scheiße. Also, das leichtere Opfer wäre jetzt hier natürlich Hermine Granger. Weil, ja gut, obwohl, kann die zaubern? Also, wenn Hermine zaubern kann, dann würde ich einfach sagen, Hermine zaubert uns was zu essen herbei. Obwohl ja der Logik nach dem Buch nach man nur was herzaubern kann, was ja bereits da ist. Also sie kann ja nichts Neues erfinden. Also, Aber wahrscheinlich, wenn Black Widow und ich Hermine kalt machen wollen würden, würde die uns mit ihrem würde die einfach hier ein Avatra Kedavra oder wie der Scheiß heißt, auf uns losschmettern. Oder einen Crucius-Fluch auf uns loslassen und uns einfach abmoksen, wenn wir versuchen würden, sie zu killen und zu essen. Schwierig. Black Widow ist natürlich auch so eine Sache, ne? Die ist eine übelste Kämpferin. Also ich glaube, ich würde trotzdem Black Widow opfern. In der Hoffnung, dass Hermine noch irgendwie ein bisschen was zaubern kann. Die können uns ja dann Häuschen am Strand zaubern und so. Ja, also ich würde Hermine nicht essen. Nee, man kann Hermine nicht essen. Also, man kann eigentlich keine Menschen essen. Also ich würde Black Widow opfern und Hermine kann zaubern. Und wenn Hermine halt kein Essen herbeizaubern kann, dann kann sie wenigstens irgendwie was aus dem Holz, was auf der Insel ist, ein Häuschen zaubern oder so. Ja, also im Prinzip, Hermine zaubert uns was zu essen herbei. Und wenn das nicht geht, dann essen wir beide Black Widow, die vorher mit dem Avatra Kedavra Zauber gekillt wurde, kurz und schmerzlos. Frage Nummer 6. Du bist der neue Comic-Held von DC oder Marvel. Wer ist dein Sidekick? Gut, dass ich hier einige Marvel-Helden in meiner Dose habe. Ja, mal gucken. Eins, zwei. Ich habe zwei. Wer ist mein Sidekick? Bella Swan. Ja. Obwohl, wenn die stets und ständig stolpert. Oder Christian Grey. Das sind beides keine guten Sidekicks. Wenn man sich jetzt mal bedenkt, ne, dass die beiden, das ja, wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, ne, dass Shades of Grey eine Fanfiction auf Twilight ist, passt das schon irgendwie wieder zusammen, Christian Grey und Bella Swan zusammenzuziehen. Ja, aber wer ist denn jetzt hier der bessere Sidekick? Also, Christian Grey sieht halt gut aus, aber was anderes macht er auch nicht. Der steht dann halt die ganze Zeit nur dumm in der Ecke rum. Bringt mir jetzt nicht wirklich viel und Bella ist wenigstens ein bisschen tollpatschig. Und dem nicht. Also ich glaube, die wäre in dem Fall der bessere Sidekick. Ich glaube, da hätte man mehr Freude mit der. Also ich würde mich hier bei der Sidekick-Frage für Bella Swan entscheiden. Frage Nummer 7. Du bist der Manager eines weltweiten Superkonzerns. Wer wird gefeuert, weil seine Kommunikationsskills zu mangelhaft sind? Hier hätte Christian Grey jetzt gepunktet, ne? So.
Gucken wir uns mal die Kommunikationsskills der Leute an. Wen haben wir denn? Muss ich mal anlecken. Wir haben Daenerys Targaryen. Die Drachenlady, wird, mit der würde ich mich nicht anlegen. Oder Sherlock Holmes. ich glaube, ich brauche hier nicht weiter drüber sprechen, dass ich Sherlock Holmes auf keinen Fall feuern würde. Denn ich glaube, seine Kommunikationsskills sind einfach nur unglaublich geil. Ich liebe Sherlock Holmes. Also, das ist der Sherlock Holmes von der BBC-Serie, ne? Also, Mr. Cumberbatch. Das sei dazu gesagt. Aber ja, ich glaube, gegen Sherlock hat Daenerys absolut keine Chance. Und ja, ich würde Daenerys feuern, auch wenn ich Gefahr laufe, von ihren Drachen gefressen zu werden. Ja, weil Sherlock ist Sherlock. Sherlock hat, glaube ich, die besten Kommunikationsskills, die man haben kann. Hallo? Jedes Meeting mit Sherlock und alles ist gut. Ja, also Daenerys raus, Sherlock drin. Frage Nummer 8. Du hast ein Buch beendet, in dem dein Lieblingscharakter stirbt. Mit welcher Person tröstest du dich? So. Ich weiß gerade gar nicht, wen ich alles noch in meinem Topf drin habe. Wir hätten Carol von The Walking Dead. Ich liebe Carol von The Walking Dead. Ist einer meiner Lieblingscharaktere. Oder Thor. Carol, es tut mir leid. Aber gegen Thor hast du keine Chance. Jo, Thor. Ich glaube, ich brauche nichts weiter sagen, außer Thor. Ja, Thor. Wer würde sich nicht gerne mit Thor trösten? Ah, Thor. Frage Nummer 9. Schulzeit. Wer wäre eher ein Teil der Stars der Schule? Also bei mir in der Schule gab es sowas, glaube ich, nicht. Da gab es das in der Klasse. Aber in der Schule direkt gab es das nicht. Aber das sind halt so Ami-Fragen. Ne? Ich glaube, da gibt es immer schon so einen... schon jemanden in der Schule, der immer der Typ ist und... Oh. Okay. Wen haben wir denn? Wir haben Triss von der Bestimmung. Könnte ich mir gut vorstellen. Als Star der Schule. Oder... ziemlich total der Vergleich. Gretel von Hänsel und Gretel, Hexenjäger. Also hier würde definitiv Triss der Star der Schule sein, weil Gretel, nein, Gretel würde jeden abmurksen, der ihr in den Weg kommt und es wäre, glaube ich, der Beliebtheit nicht so förderlich. Deswegen Triss, definitiv wäre Triss dann hier der Liebling und der Star der Schule, war ja schon der Liebling im Film und im Buch von allen. Die Bestimmung, dritter Teil, ne? Wir brauchen nicht weiter drüber sprechen. Frage Nummer 10. Es ist dein Geburtstag. Welcher der folgenden zwei würde am ehesten vergessen, dir zu gratulieren? Ich muss sagen, diese Fragen sind wirklich sehr merkwürdig, ne? Okay, 1, 2. Wen haben wir denn hier Schönes? Wir haben Edward Cullen. Und auf der anderen Seite Rapunzel! Also ich denke, ich würde mich hier spontan für Rapunzel entscheiden. Die lebt ja in ihrem Turm und kriegt da ja gar nichts mit. Also ich denke eher, dass die einen Geburtstag vergessen würde als Edward Cullen. Denn als Rapunzel ja dann endlich aus ihrem Turm herauskommt, hat die, glaube ich, anderes zu tun, als sich einen Geburtstag zu merken, der gefeiert werden muss. Und mein Pony ist schon wieder nervig heute. Ja, Rapunzel. Also ich würde sagen, Rapunzel würde meinen Geburtstag eher vergessen als der seriöse Edward Cullen. Das wäre, Edward Cullen wäre bei der Star-Frage gut gewesen. Ne? Der wäre eindeutig der Star der Schule gewesen. Edward Cullen. Er glitzert im Sonnenlicht. Frage Nummer 11. Du hast einen neuen aufstrebenden Booktuber gefunden. Wer von diesen beiden wäre es? Ja, jetzt bin ich echt mal gespannt, wen ich da ziehe. Ne? Also das war die Frage, wo ich bei Shari echt nur gelacht habe. Ich habe gezogen Katniss Everdeen und Captain Jack Sparrow. wir wissen alle, ich glaube, jeder, der die Hungerspiele gesehen hat, weiß, wie gerne Katniss vor einer Kamera steht und dort was erzählt und macht und tut. Ich glaube, die wäre deswegen allein schon deswegen raus. Aber Jack Sparrow, ich glaube, wenn der voll besoffen und packedicht ein YouTube-Video drehen würde über Bücher, ich glaube, wir würden alle uns kringeln vor Lachen. Also ich finde den ja in den ersten drei Flucht der Karibik-Teilen wirklich sehr, sehr witzig und sehr, sehr cool. In dem anderen hat es dann leider nachgelassen. Aber ja, ich denke, Jack Sparrow wäre schon gut. Also der würde wahrscheinlich mehr über Alkohol erzählen und Schätze finden als über Bücher. Aber ich denke, den würden sich auch viele angucken. So mit seiner ganzen Art und so.
Ja, also ich denke, Jack Sparrow wäre dann hier definitiv die bessere Wahl. Und Katniss Everdeen, das Mädchen, das in Flammen steht. Ja, ich glaube, die könnte sich dann anzünden vor der Kamera. Das wäre vielleicht noch lustig, aber ich glaube, Meg würde die gar nicht auf die Reihe kriegen. Deswegen definitiv Jack Sparrow. Frage Nummer 12. Pyjama Party. Leider kannst du nur einen der beiden Charaktere einladen. Wer ist es? Ich muss nicht beeilen, mein Akku blinkt. Verdammt. Hey. Okay, jetzt halten die auf. Wir haben Sheldon Cooper. Oh ja, die Partymaus für jede Pyjama Party. Oder Alice von Resident Evil. Alice ist jetzt auch nicht gerade so die Partyfee, glaube ich. Ja, Alice von Resident Evil oder Sheldon Cooper. Wen würde ich zu meiner Pyjama-Party einladen? Da ich nicht so viel Lust auf Fakts mit Flaggen habe, würde ich mich dann definitiv für Alice von Resident Evil entscheiden. Die kann dann auf der Party noch ein bisschen Stimmung machen und einem vielleicht ein paar Selbstverteidigungsmoves beibringen oder so. Obwohl die beiden nicht jetzt so, wie gesagt, die Pyjama-Party-Menschen sind. Man stelle sich das mal vor, Sheldon Cooper im Pyjama. Nein. Also definitiv würde ich mich hier für Alice von Resident Evil entscheiden, auch wenn sie jetzt, glaube ich, nicht so der Garant für jede Pyjama-Party ist. Warum habe ich diese nicht für ihn bei einer anderen Frage gekriegt, Mann? Ah, okay. Frage Nummer 13. Zack, du bist schwanger. Wer ist der Vater? Wenn ich jetzt zwei Mädchen ziehe, ja, gucken wir mal, ne, wer dann der Vater ist. Also, wir hätten einmal zur Auswahl Mr. Darcy von Stolz und Vorurteil oder Rick Grimes von The Walking Dead. Und jeder, der The Walking Dead kennt, weiß, dass Rick Grimes ein totaler Psycho ist. So, jetzt ist mir mal wieder der Akku abgeschmiert. Jetzt muss man mich wieder zusammensammeln. Wir waren gerade, dass ich schwanger bin und wer der Vater ist. Und ich hatte Mr. Darcy und Rick Grimes. Ja, Rick Grimes. The Walking Dead. Also Rick Grimes ist ja eigentlich ein sehr liebevoller Vater. Ja, aber er ist halt auch ein totaler kleiner Psycho. Also ich erinnere mich immer wieder gerne an die Folge, wo die diese ganzen Zombies niedergemetzelt haben. Alter, Alter. Und Mr. Darcy ist... Mr. Darcy wirkt ja immer sehr unfreundlich, ne, seinen ganzen Menschen gegenüber. Aber ich glaube, dass er auch sehr liebevoll sein kann. Obwohl Rick Grimes könnte meinem Kind beibringen, wie man Zombies tötet. Wäre jetzt auch nicht so verkehrt. Also ich würde mich, glaube ich, hier für Mr. Darcy entscheiden. Ja, Mr. Darcy ist, glaube ich, da viel cooler. Also er hat zwar natürlich auch ein bisschen mehr Geld als Rick Grimes. Er ist ja Großgrundbesitzer. Und er wirkt halt auf den ersten Blick immer sehr unfreundlich. Aber ich denke, unter dieser harten Fassade ist ein ganz, ganz weicher Kern. Und das merkt man ja am Ende von Stolz und Vorteil auch, dass er nicht immer nur so der Böse ist. Und ja, deswegen Mr. Darcy. Ich glaube, er wäre ein guter Vater für mein Kind. Ja, definitiv. Die vorletzte Frage. 14. Du hast gerade eine wichtige Nachricht verschickt. Welche der beiden Personen liest sie, aber antwortet nicht darauf? Mir krabbelt's. Ich habe ja nur noch 4 Zettel übrig. 1. Naja, nehmen wir die 2 gleich. Oh, ich mache den Zettel kaputt. Ich muss mal meinen Finger anlecken. Also, wir hätten Gretchen Hase von Doctor's Diary oder Peter Quill von Guardians of the Galaxy. Und das ist eine sehr leichte Kombination, denn Peter Quill würde garantiert nicht antworten. Der ist so ein kleiner Chaot und ich denke, der vergisst auch ziemlich viel. Und er ist eine coole Socke, ne? Also ich denke, der würde eine Frau nicht gleich antworten. Deswegen würde ich mich hier für Peter Quill entscheiden. Und ja, Gretchen ist da einfach zu nett für. Die ist einfach ein netter Mensch. Und wenn ich ihr schreibe, die liest das, die würde mir auch gleich antworten. Die würde nicht erst stundenlang mich warten lassen im WhatsApp-Chat, ehe sie die Nachricht beantwortet. So wie es andere immer gerne tun. Gä? Gä? Fühlt euch ruhig angesprochen da draußen. Ihr wisst, wen ich meine. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich würde mich hier definitiv Peter Quill entscheiden. Und die letzte Frage. Es ist Frühstückszeit. Wer steht in der Küche und macht dir das Frühstück? Ich habe ja jetzt nur noch 2 Zettel. Ich weiß auch gar nicht, wer übrig geblieben ist. Ach ja. Nummer 1. Und wer ist das andere? Die letzten beiden, die übrig geblieben sind, ist Tony Stark oder Lorelei Gilmore. Ich glaube, Tony Stark würde mir Frühstück bestellen. Der würde das nicht selber machen. Der würde irgendeinen von seinen Leuten anrufen und sagen, hier, bring uns Frühstück.
Und Lorelei, ja, Lorelei ist halt eine Mutti, ne? Also, die würde mir schon ein Frühstück machen. Also, ich entscheide mich hier für Lorelei Gilmore, denn, ja, sie würde mir definitiv eher Frühstück machen als Tony Stark. Und, ja, ich glaube, Tony würde dann eher Essen bestellen, als es selber zu machen. Und ja, deswegen würde ich mich hier definitiv für Lorelei entscheiden, denn sie ist eine Mutti und sie weiß, wie ein gutes Frühstück gemacht werden muss. Und ich denke, dass es bei ihr auch sehr, sehr gut schmeckt. Das war mein und raus bist du Tag. Ich tagge jetzt an dieser Stelle niemanden, denn... Warum sollte ich jetzt jemanden taggen? Wer Bock hat, diesen Tag zu machen, macht ihn einfach. Ihr müsst nicht immer alle warten, bis ihr getaggt werdet, um einen Tag machen zu können. Macht ihn einfach und ja, ich finde, Shari hatte weitaus lustigere Kombinationen als ich in ihrem Tag. Deswegen schaut auf jeden Fall bei ihr mal vorbei. Es ist wirklich sehr, sehr witzig, was da bei ihr rausgekommen ist. Und ja, ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Gucken. Schreibt mir eure Meinung dazu gerne unten in die Kommentare. Und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.